Ein Buch über die Magie des Lesens erschien Mitte September im Verlag Ars Edition. Das Kinderbuch Liane und das Land der Geschichten. Die Autorin Elif Shafak, in Straßburg geboren, gehört zu den bedeutendsten Schriftstellerinnen der Gegenwart. Ihre Bücher schreibt sie auf Türkisch und Englisch. Mit dem Kinderbuch geht sie neue Wege. Das Buch ist für Leser ab 8 Jahre, die Elif Shafak mit ins Land der Fantasie nimmt. Von Anfang an ist Liane ein Mädchen, das schnell die Leser begeistert. Liane lebt in der Welt der Bücher. Sie liest gern und viel. In der Schulbibliothek entdeckt sie einen alten Globus. Ein rätselhafter Kontinent in Buchform weckt ihr Interesse. Und ehe sich Liane versieht, begegnet sie zwei geheimnisvollen Kindern, die aus dem Land der Geschichten stammen. Ein Land, das von der Fantasie der Menschen lebt. Und da immer weniger Menschen lesen, droht es zu verdorren. Für Liane ein wichtiger Auftrag. Kapitel 12. Wasser. Bald waren sie müde und hungrig und machten eine Pause an einem Fluss. Durstig tranken sie das klare, frische Wasser. Als sie wieder aufblickten, sahen sie einen Fischschwarm vorbeikommen. Hunderte von Fischen schwammen in Panik dahin, als ob sie vor etwas flüchteten. »Was ist da los?«, fragte Liane. Kaum hatte sie die Frage gestellt, da streckte ein Lachs den Kopf aus dem Wasser und fing an zu sprechen. Die Kinder staunten ihn an. »Was ist denn?«, fragte der Lachs. »Können im Märchen Fische etwa nicht reden?« »Ja, im Märchen«, sagte Liane. »Nicht nur im Märchen. Eigentlich reden Fische immer. Deshalb machen wir immer den Mund auf und zu. Wir reden. Aber ihr hört uns nicht.« Da holte Liane ihr Heft heraus und schrieb sich auch das auf. »Wenn du manchmal nicht weißt, was jemand gesagt hat, dann liegt es nicht daran, dass er nicht geredet hat, sondern daran, dass du ihn nicht gehört hast.« »Warum schwimmt ihr denn so schnell?«, fragte Azutai. »Weil die Flüsse austrocknen und das Wasser immer weiter zurückgeht. Die Bäche, in denen wir früher frei herumschwammen, gibt es nicht mehr. Wir schwimmen dorthin, wo das Wasser noch klar ist. Aber bald gibt es solche Stellen nicht mehr. Unser Leben ist in Gefahr.« »Unser Land ist aus dem Gleichgewicht geraten«, sagte Silis traurig. »Wir müssen so schnell wie möglich die gesammelten Gedanken in unsere Hauptstadt Alphabet Topolis bringen.« »Aber wie sollen wir da hinüber?«, fragte Azutai. Da merken sie erst, wie breit und tief und lang der Fluss doch war. »Damit ihr da hinüberkommt, müsst ihr eine Bedingung erfüllen, nämlich meine Fragen beantworten. Also, das Wasser in einem Glas ist farblos. Warum sind dann die Meere blau?« »Das weiß ich«, sagte Liane sofort. »Es hat mit den Sonnenstrahlen zu tun. Die Wasserteilchen im Meer verschlucken die Rottöne der Sonnenstrahlen und spiegeln die Blautöne wieder.« »Bravo«, sagte der Fisch. »In Naturkunde scheinst du dich auszukennen. Dann stelle ich mal eine Frage zu unserer Welt hier. Wie heißt unser längster und wichtigster Fluss? Hier ein Hinweis. Sein Name stammt von einem Tier. Er ist uns hier die größte Zier.« »Das ist ganz einfach«, rief Liane aus. Auch wenn sie erst seit Kurzem im Land der Geschichten war, verließ sie sich doch auf ihre Beobachtungsgabe und ihren Instinkt. So dachte sie sich, der längste Fluss musste wohl der sein, den sie vor sich hatten und in dem lebten Lachse. Der Lachsfluss, sagte sie. Liane erlebt eine abenteuerliche Reise und erfährt auch vieles Wissenswerte. Der Autorin Elif Shafak sind zeitlose und brandaktuelle Themen wie Fantasie und Umweltschutz wichtig. Und so ist das Buch Liane und das Land der Geschichten ein ideales Geschenk für Mädchen und Jungen ab 8 Jahren.